So, wir fangen an. Wir brauchen einmal unsere Farbe A und unsere Farbe B. Ich habe jetzt einfach mal welche mit einem hohen Kontrast genommen, damit ihr seht, was passiert. Und ich empfehle euch, ein Probestück zu machen, damit ihr seht, wie die Farben wirken. Weil ihr könnt das Tuch nachher nicht umdrehen. Also ihr könnt es schon umdrehen. Also rechte oder linke Seite, aber es sieht trotzdem identisch aus. Ja, also nicht, dass ihr meint, die Farben sind nachher umgekehrt. Wir brauchen gleich unsere zwei Marker und wir brauchen natürlich Stricknadeln. Ich fange mit Farbe A an. Farbe A wird nachher im Hintergrund sein. Also die Farbe, mit der ihr anschlägt, befindet sich im Hintergrund. Braucht für euer Probestück am besten ein Nadelspiel, also zwei Nadeln. Und für den Schal selber braucht ihr daran halt eine lange Rundstricknadel, weil das Stück ja immer größer wird. Wir schlagen als erstes 7 Maschen an, im Kreuzanschlag, im normalen Anschlag. 2, 3, 4. 5, 6, 7. So, Achtung, wir wenden nicht. Deswegen braucht ihr eine Nadel mit zwei Spitzen oder eine Rundstricknadel. Wir nehmen jetzt einfach unseren Anschlag und schieben den an den Anfang. Ich habe nicht gewendet. Ja, alles befindet sich noch so, wie es gerade war. Jetzt nehme ich mir hier meine Maschenmarkierer und markiere mir die Mittelmasche. Also ich setze einfach links und rechts der Mittelmasche einen Markierer. Das erleichtert das Ganze nachher ein bisschen. Sieht jetzt ein bisschen abenteuerlich aus, aber das wird. So. Wir sind wieder am Reihenanfang und wir machen unsere Setup-Runde oder Setup-Reihe mit Farbe B, also in meinem Fall mit der hellen Farbe. Und ihr seht, ich setze den einfach hier an, ja, und stricke weiter. Wir verdoppeln in der Setup-Reihe die erste und die letzte Masche, und zwar mit KFB. Knit Front. Knit back. Also einmal von vorne und einmal von hinten abstricken und dann runter von der Nadel. Jetzt stricke ich alle Maschen rechts. Rechts und rechts. Den Markierer nehme ich rüber. Die Mittelmasche stricken wir auch rechts. Der nächste Markierer. Zwei Maschen rechts. Und die letzte, habe ich gesagt, wird wieder verdoppelt, indem wir einmal von vorne und einmal von hinten die Masche abstricken. Können wir uns das wieder so ein bisschen zurechtziehen. Und jetzt wenden wir die Arbeit. Umdrehen. Super. Und schon kann es losgehen mit unserem Tuch. Oder mit unserem Lagatar-Schal, das tatsächlich nur aus zwei Reihen besteht. Also zwei Reihen, die sich wiederholen. So, ihr seht, wir haben jetzt hier unsere helle Farbe und die dunkle Farbe. Beide sind auf einer Seite. Die helle brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die lassen wir hier liegen vorne. Die dunkle, also Farbe A, nehmen wir nach hinten. Und ihr seht, die helle hängt hier einfach vorne weg und die gelbe liegt sowieso hinten. In Reihe 1 verdoppeln wir die erste Masche und die letzte wieder mit KFB. Wir brauchen in der Hinreihe, also in Reihe 1, aber auch hier und hier eine Zunahme. Das machen wir mit Umschlägen. Also, Reihe 1.
Nicht front, nicht back. Wir stricken bis zum Markierer rechte Maschen. 1, 2, 3. Machen einen Umschlag von vorne, also von unten nach oben hinten, nach hinten oben, nehmen den Markierer rüber, strecken die Mittelmasche immer rechts, nehmen den Marker rüber, machen wieder einen Umschlag und stricken bis zur letzten Masche rechts. Die letzte Masche wird wieder verdoppelt mit Knit Front, Knit Back. Nicht wenden. Wir haben hier noch einen Faden, der auch auf die andere Seite muss. Also, wir schieben die Arbeit wieder rüber, lassen jetzt den gelben Faden hier hängen und nehmen unser helles Garn, also Farbe B, und stricken Reihe 2. Reihe 2 funktioniert so wie die Setup-Reihe im Prinzip. Wir verdoppeln die erste und die letzte Masche. Die Umschläge hier, die stricken wir verschränkt rechts ab. Also, Reihe 2. Knit front, knit back. Rechte Maschen bis zum Umschlag. Und jetzt bin ich am Umschlag. Ja? Den stricke ich einfach durch den hinteren Faden, also nicht vorne, sondern hinten verschränkt ab. Bitte nicht zu fest ziehen, sondern schön locker lassen, sonst geht das Maschenbild nicht ganz auf. Den Marker heben wir wieder rüber. Die Mittelmasche wird wieder rechts gestrickt. Den Marker nehmen wir wieder rüber. Den Umschlag stricken wir wieder verschränkt ab und bis zur letzten Masche rechte Maschen. Die letzte Masche wird wieder verdoppelt. Knit front, knit back. Wir haben beide Fadenenden wieder auf einer Seite. Das heißt, wir können wieder wenden. In jeder Reihe 1 nehmen wir 4 Maschen zu, in Reihe 2 nehmen wir 2 Maschen zu. Theoretisch arbeiten wir immer diese 2 Reihen, Reihe 1 und 2, kontinuierlich bis zum Ende des Schals. Reihe 1 immer mit der dunklen Farbe, in meinem Fall, Reihe 2 immer mit der hellen. In Reihe 1 nehmen wir 4 Maschen zu, in Reihe 2 nur vorne und hinten. So, wie ihr jetzt sehen könnt, erkennt man das Ganze ein bisschen besser. Und wir haben tatsächlich hier wieder die helle Farbe oben auf. Die dunkle Farbe liegt im Hintergrund. Ihr könnt das Ganze natürlich umdrehen, je nachdem, welchen Effekt ihr gern habt. Wenn ihr hier einen Farbverlauf habt, kann das toll aussehen, wenn der hier oben aufliegt oder einfach hier im Hintergrund so ein bisschen mitschimmert. Ja. Jetzt möchte ich euch auch zeigen, warum es nicht egal ist, für welche Farbe ihr euch wo entscheidet, weil die Rückseite sieht genauso aus. Da haben wir auch, wie gesagt, hier oben das Helle und das Dunkle im Hintergrund. Ja. Ihr seht auch, die Form wird deutlich weiter und nicht so tief. Das heißt, ihr habt nachher einen schönen langen Schal. Nicht so das typische Dreieck, das diese Form hat, sondern ihr merkt schon, es wird breiter. Ja? Also ihr strickt auch ein bisschen länger, aber insgesamt wird das Tuch nicht ganz so tief. So, kommen wir zum Abketten. Also ihr arbeitet diese zwei Reihen so lange, bis das Tuch die gewünschte Größe hat oder der Schal. Oder ihr merkt, die Wolle geht zur Neige, ganz wichtig. Ihr könnt theoretisch auf jeder Seite abketten, egal mit welcher Reihe ihr geendet habt. Ich habe aber gern, dass es so ein bisschen
Also wir haben mit Gelb angeschlagen in dem Fall, also möchte ich auch mit Gelb abketten, ja, dass es so ein bisschen einen Rahmen hat, auch wenn man den nachher nicht wirklich sieht. Aber ich hätte das jetzt gern so. Also, theoretisch käme jetzt eine Reihe 1, die funktioniere ich aber um zur Abkettreihe. Wir ketten isländisch ab, das heißt, wir lassen den Faden wieder hängen hier, den brauchen wir nicht mehr. Wir stricken die erste Masche rechts. Achtet darauf, dass ihr locker strickt oder abkettet. Jetzt nehme ich die Masche und lege sie wieder auf die linke Nadel. Bin immer noch drin und stricke jetzt hier die nächste Masche durch meine Abkettmasche sozusagen rechts ab und nehme beide runter. Nochmal. Wir legen die rechte Masche auf die linke Nadel und stricken die zweite durch die erste Masche rechts ab. Nochmal. Masche auf die Nadel, zweite durch die erste abstricken, rüber. Auf die Nadel, zweite durch die erste. Abstricken rüber. Wenn man da so ein bisschen einen Rhythmus hat und nicht durch die Kamera strickt, dann geht es ganz gut. Hoppla. So, also rüber, zweite durch die erste, fertig. Und jetzt seht ihr schon, dass ich hier einen gelben Rand bekomme. Und genau das wollte ich haben. Ich zeige es euch gleich ein bisschen besser. Macht jetzt einfach bis zum Ende der Reihe. Die Marker nehmt ihr dann raus. Na, so. Jetzt könnt ihr hier sehen, dass sich dieser Rand, dieser Icelandic Bind Off oder isländisch Abkett Rand so ein bisschen ins Muster einfügt. Na, natürlich. Wenn man das ein bisschen zieht und so, und dann seht ihr hier die weißen Rippen. Ja. Wir haben hier einen schönen Abschluss, eine schöne Reihe. Und das war eigentlich schon alles. Somit habt ihr ein Rippentuch mit Rippen, also mit Doppelrippen, wohlgemerkt, ohne auch nur eine linke Masche gezaubert. Ja. Wenn ihr das jetzt dann waschen und trocknen möchtet, gehen wir mal davon aus, wir haben fertig abgekettet, hat es eine ziemliche Spannweite. Ja? Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich keinen Platz haben, das tatsächlich so zu spannen. Es gibt jetzt aber einen kleinen Trick und vielleicht seht ihr das schon. Die Maschen verlaufen so und so. Wenn wir das jetzt in der Mitte falten und ein bisschen drehen, so, haben wir hier unsere sozusagen die Unterseite vom Tuch. Und wenn wir die an der Wäscheleine hängen oder festpinnen, haben wir nur das halbe Tuch zu spannen. Ja, das heißt, wenn ihr das jetzt hier an eure Wäscheleine hängt, sozusagen, dann hängt ihr hier unten einfach ein paar Wäscheklammern dran und das Ganze zieht sich von alleine auseinander oder hängt sich aus. Ja? Total simpel. Man muss nicht unbedingt spannen können, man muss nicht gerade spannen können. Das macht das Tuch von alleine. Wie gesagt, einfach hier oben eine Wäscheleine hängen mit ein paar Wäscheklammern, hier an diese Seiten ein paar Wäscheklammern, dass es ein bisschen Gewicht hat. Und dann zieht sich das automatisch in Form. Wenn es fertig getrocknet ist, könnt ihr es aufklappen und habt ein schön entfaltetes Rippentuch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr zurechtgekommen seid, wie euch das Tuch gefällt, welche Farbkombis ihr genommen habt.
Ihr dürft mich auch gerne auf Instagram verlinken oder unter dem Hashtag Lagatarschal euer Bild verknüpfen. Ich würde mich freuen, was von euch zu sehen. Und bis zum nächsten Tutorial. Macht's gut. Bis dann. Ciao.